Aber der Tag war noch nicht vorbei. Am Ende der vierten Turmbahnspule findet sich Heimliche Aufforderung, Opus 27, Nummer 3, nach einem Text des deutsch-schottischen Dichters John Henry Mackay. Auch dieses Lied gehörte zu Gouls Richard Strauss Favoriten, wie die Conversations mit Humphrey Burton zeigen. This song is called Heimliche Aufforderung. What? And if Heimliche Aufforderung, heavenly something about it, what is it? Vision, you should know that, you're the German expert. I don't really, I can't remember. Es ist wirklich ziemlich bemerkenswerte Musik. Das Lied heißt Heimliche Aufforderung. Auf Englisch Heavenly irgendwas. Wie heißt das genau? Ich erinnere mich nicht. Heavenly Vision. Mein Deutsch ist nicht so. Und es ist ziemlich lange her, dass ich es gesungen habe. Vielleicht war es also Gouls ausdrücklicher Wunsch gewesen, die Heimliche Aufforderung mit in das Strauss-Programm aufzunehmen. Wann genau an jenem zweiten Studiotag in New York dieser Take aufgezeichnet wurde, lässt sich nicht mehr feststellen. Es könnte jedoch durchaus gleich im Anschluss an die strapaziösen Takes und Retakes des zweiten Ophelia-Liedes gewesen sein. Elisabeth Schwarzkopf klingt hörbar angestrengt und auch Gould wirkt unkonzentriert. Wobei er sichtlich stolz darauf war, dass er ein so schwieriges Lied wie Heimliche Aufforderung vom Blatt transponieren konnte, um es der Stimme der Schwarzkopf anzupassen. Küsse bringen, wie
Ich glaube, wir müssen runtergehen. Ich muss das hören. Ich muss runtergehen. Was habe ich da gemacht?